Jetzt, wo das Wetter endlich immer wärmer wird, nehme ich mir immer gerne belegte Brote für unterwegs mit. Und es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, wie man aus Tofu Wurstscheiben zum Belegen machen kann. Dafür trocknen wir unseren Tofu, geben ihn in einen Mixer, ergänzen Hähnchengewürz, geräuchertes Paprikapulver, Sojasauce und Salz. Das Ganze mixen wir jetzt ordentlich, bis die gesamte Masse richtig schön glatt geworden ist. Es sollten keinerlei Stücke drin sein. Das geben wir dann auf ein Backpapier. Darüber legen wir ein zweites Stück Backpapier, drücken es vorsichtig flach, am besten mit einem Nudelholz. Das Backpapier wird vorsichtig abgezogen, darüber kommt noch schwarzer Pfeffer und Paprikapulver und backen es bei 220 Grad für ca. 15 Minuten. Um eine authentische Wurstform zu bekommen, habe ich eine Schale benutzt und die Scheiben rausgeschnitten. Jetzt muss das Brot nur noch mit den Wurstscheiben belegt werden und ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich habe Zitronenmayonnaise, die Wurstscheiben, Vegankäse, Salat, Chips sowie Tomaten benutzt und fertig ist unser veganes Wunder.